Zack. Hä? Ich wollte die. Dankeschön. Und dann gehen wir wieder eine Etage runter. So, einmal kurz umsetzen. Alles klar, Herr Kommissar. Wunderbar. Dann gehen wir mal ganz kurz schauen. Sind die jetzt soweit fertig? Da sind noch 8 Stück. Der Stack wäre jetzt theoretisch schon durch. Okay, dann lass uns mal die. Und die. Ach Quatsch, so. Dann. Zack. Zack, dann können wir uns nochmal ein paar Lampen machen. Oh, da habe ich einen vergessen. Können wir 8 Stück machen. Zack. Jetzt haben wir ein Stack von diesen geilen Lampen. Ein Stack von den geilen Lampen. Dann machen wir uns jetzt nochmal ein paar Ketten. Mit diesen Nuggets. Zack. 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 Jetzt haben wir ein Stack von den Lampen. Ich glaube, das sollte reichen. Jetzt brauche ich aber noch die Ketten. Oder ein paar von den Ketten. Flop. Es geht immer auf. Das ist geil. Guten Tag. Guten Tag. Tschüss. Okay. Wir brauchen wieder was zu trinken, sehe ich gerade. Lalala. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, wie das Ganze hier funktioniert mit diesem Zeug. Das finde ich gut. Dann gehen wir nochmal hier in die Crafting Box. Machen wir nochmal hier raus Ketten. Zack. Dann machen wir nochmal. Davon haben wir jetzt 20. Dann machen wir davon auch. Das war 16, 17, 18, 20. Dann machen wir hier 24 raus. Und hier 24. Zack. Dann haben wir 24, 24, 64. Ist auch nicht verkehrt. Aber wir haben. Wir können das nicht mit den Lampen hier machen. Das ist schade. So, dann holen wir uns nochmal was zu trinken. Und dann gehen wir mal unseren schönen Weg. Ja, hallo. Es ist nachts, ne? Es ist nachts. Ich gehe jetzt nicht nachts raus. Möchte ich jetzt nicht. Schnell schlafen gehen und dann. Oh Gott, wir müssen auf jeden Fall dann jetzt trinken, weil, wie ihr seht, ist das jetzt durch das blöde Schlafen wieder runtergedroppt. Das habe ich nämlich jetzt festgestellt. Sobald du schlafen gehst, droppt auf jeden Fall 2 bis 3 Bars runter. Das ist natürlich nicht so toll. Also ich schwimme mal eben schnell hoch, wenn das funktionieren sollte. Und dann trinke ich oben, wenn ich oben angekommen bin. Und dann gehen wir mal diesen tollen Weg ab, den wir gemacht haben. Und gucken mal, ob wir vielleicht da irgendwie jetzt die Lampen anbringen und das recht schön machen. Ich habe da nämlich so die ein oder andere Idee. Jetzt noch nicht trinken, bitte. Ja, Plan Megapack, wie gesagt, ist leider draußen. Aber ich sag mal so, das hat ja nur einen optischen Zweck gehabt. Dafür können wir jetzt hier durch dieses schöne Portal wieder gehen, wenn das jetzt noch offen ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Es ist quasi offen. Also, das Portal ist da, aber wir sehen es jetzt wegen dem Shader nicht. Was jetzt? Ein dickes Leck. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Mit Lecks kann ich mittlerweile umgehen und leben. Da hinten wird nämlich jetzt alles gerade generiert. Ja, hier sieht man schon mal, wie schön die Eichenholzbretter dann aussehen eigentlich. Hier würde ich das ja fast so machen. Oh ne, warte. Nehmen wir hier mal ein bisschen Erde weg. Ich würde das eigentlich so machen jetzt hier. Weil hier ist ja BM. Hier können wir das ruhig ein bisschen besser ausleuchten. Sieht schon geil aus. Sieht schon richtig pornogeil aus. Okay. Wir sollten aber...
Jetzt habe ich keine normale Axt dabei, ne? Aber dafür können wir mal mit der Lumber-Ex eben hier fix einen Baum irgendwo fällen. Das wäre auch nicht verkehrt. Dann brauche ich eigentlich gar keinen Baum fällen. Aber es sieht ein bisschen blöd aus. Das sieht so... Hilfe, ich brech gleich ab, weißt du? Warte mal, geht das mit der anderen Chain vielleicht besser, mit dieser Heavy? Ja, es sieht schon besser aus, aber... Ja, noch nicht so mein Ding. Warte mal. Wir holen uns mal schnell Holz, ja? Wir holen uns mal eben ganz fix Holz hier irgendwo von irgendeinem Baum. Wenn wir genug hier stehen, ist auch gerade schnurzpiep egal, welchen Baum wir jetzt nehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal den. So. Geht das auch mit der Lumber-Ex? Nein. Es geht nicht mit der Lumber-Ex. Okay. Ist auf jeden Fall schon gut zu wissen. Dann mal eben schnell eine Crafting-Box hier. Flap. Stickies. Flap. Holz-Axt. Flap. Zack. Und dann nochmal mit der Holz-Axt den. Ah ne, die lassen wir mal eben ganz kurz. Nochmal irgendwo. Leck. Nochmal irgendwo einen Baum wegholzen, wollte ich gerade sagen. Ja, den nehmen wir direkt. Dann das da rein. Dann die Axt. Ne, die Axt da drauf. Ja, Oakwood Pfosten. Nochmal zerteilen können wir sie nicht. Aber jetzt haben wir 24 Oakwood Pfosten. Oakwood Post. Ja, Pfosten halt, ne? Post. Wie auch immer. Verbindet er sich mit dem Slab? Ich schätze mal nicht so wie die Kette. Die Kette hat er. Ja, okay. Der macht das nicht so wie die Kette. Oder mit der Kette. Aha, guck mal. Jetzt haben wir hier einen mit Dings drin. Mit Kerze drin. Aber selbst da geht das nicht mit den Glass Panes. Die kriegen wir jetzt da nicht mehr raus? Okay. Ist das die mit der Kerze? Jo. Zack. So können wir das ja machen. Und dann brauchen wir jetzt gleich nur noch mal Holz. Immer so ein bisschen versetzt, weißt du? Dass das nicht so zu sehr ins Gewicht fällt, dass das hier beleuchtet ist. Hier vielleicht wieder ein. Einfach so random, ne? So ganz random. Irgendwo. Hier würde ich einen hinsetzen. Zack. Völlig random. Hier vielleicht. Zack. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So können wir das jetzt den ganzen Weg entlang machen. Hier würde ich vielleicht mal so und so. Und gegebenenfalls hier noch einen hinsetzen. Und hier, weil hier so eine Kreuzung ist oder so. Keine Ahnung. Ich würde hier einfach mal ein bisschen mehr hinsetzen. Vielleicht auch, weil hier ein Haus hinkommt oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, hier nach ist sowieso eine Klippe. Ja, ich würde sagen, hier setzen wir direkt mal 4 hin. Wir können jetzt natürlich gleich auch noch ein paar mehr davon machen, wenn es jetzt nicht reichen sollte. Aber ich schätze mal, das wird erstmal, dass wir erstmal recht gut versorgt sind. Machen wir uns nochmal eben. Geht das auch ohne Crafting Box? Ich denke mal, jawohl. 54 haben wir jetzt. 52, 54 passt. Ich würde dann hier hinten mal einsetzen. Müssen wir hier nur noch die Erde neu reinklamüsern und dann hier irgendwo im Wald nochmal ein. Oder? Warte, nee. Hier im Wald würde ich vielleicht das eher ein bisschen anders machen. Warte. Den wieder weg. Den wieder weg. Hier im Wald würde ich das vielleicht sogar irgendwo vom Baum runterhängen lassen. Geht das? Das geht sogar. Da wäre jetzt natürlich ein bisschen schlecht, aber man könnte das so machen, warte. Als wäre das halt so ein Ast, weißt du? Ja, wobei, das sieht auch nicht aus. Der muss schon noch ein bisschen höher sein, der Baum.
Hier vielleicht. Eine Kette dran. Ja, aber dann rennst du genau dagegen. Ha. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Vielleicht auch nur eine Kette dran, warte mal. Vielleicht sieht das ja auch schon aus. So eine dünne Kette dann. Das sieht doch auch schon geil aus. Irgendwo da oben halt im Baumeingang. Jetzt wäre es noch cool, wenn die wirklich so ein bisschen Physik hätte und so Mist schwingen würde wie die Blätter. Das wäre dann richtig cool. Aber hier wollen wir jetzt nicht weitermachen, sondern hier. Oh, ich muss schon wieder trinken. Das ist doch absurd. Oh. Das ist doch absurd viel, was man hier trinken muss. Der Surfspot, so geil er auch ist, ich habe langsam keinen Bock mehr auf den. Das war vorher ja nicht so extrem. Mittlerweile finde ich den total extrem, den First Mod. Ja, mal gucken, ob der noch lange drin bleibt, wenn er weiter so nervt. Okay. Dann machen wir mal hier wieder eine. Also, wenn du mich fragst, da ist eine zu viel. Da sind ein paar zu viel. Ich würde die wieder wegnehmen. Die beiden. Die vielleicht auch noch. Hier ist ein bisschen zu viel gewesen. Das ist zu viel des Guten. So gut muss er ja nicht ausgeleuchtet sein, unser Weg. Hier vielleicht irgendwo. Ich sag mal, wenn hier der Steg kommt. Ja, hier so. Da soll ja noch ein Steg entstehen. Also kein Steak, sondern ein Steg. Wo stellen wir die nächste dann hin? Vielleicht hier so an der Treppe. Ach, es macht schon Spaß. Es macht schon sehr viel Spaß gerade. Zack. Das alles schön zu beleuchten und zu planen und so. Schon nicht schlecht. Hier würde ich vielleicht so ein Zack aus der Wand gucken lassen. Und dann so runterhängen oder so. Zack. Ja, diese Gartendinger, die geben uns jetzt auch wieder so richtig coole Möglichkeiten zum Bauen. Zack. So. Das sieht total geil aus. Ein höher wäre vielleicht noch besser. Ein höher wäre vielleicht noch besser, warte. Ach, guck mal, die wirkt auch hier drauf. Alles klar, das ist cool. Ein höher wäre vielleicht noch besser. Dann lass den hier rausgucken. Den machst du wieder weg. Wo ist er? Da ist er. Warte, wie viel hatte ich? Zwei, ne? Machen wir drei. Drei raus, eine Kette runter. Nehmen wir aber mal die stabile, wie das aussieht. Wäre vielleicht sinniger, wegen, ne? Wind und so. Zack. Boah, das sieht so geil aus. Das sieht so hammer aus. Da hast du auch wieder so neue, tolle Möglichkeiten. Hey, geh weg. Bevor ihr fragt, ja, ich habe es präventiv gemacht. Es war ein Präventivschlag. Ich kenne die Viecher. Ah, oh, wie toll das aussieht. Abgesehen von dem Lag. Ich muss mir Better FPS mal installieren. So leicht nur ausgeleuchtet. Und ach, das sieht so schön aus. Bin mal gespannt, ob jetzt hier in dem Falle... Ich höre Lava? War hier mal Lava drunter? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, ne? So leicht ausgeleuchtet, dass man sieht, dass hier so Treppen sind. Dass man nicht fällt, weißt du? Eigentlich ganz geil. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier ist. Weil, meine Lieben... Weil, ich weiß nicht, normale Fackeln würden Schneeblöcke schmelzen. Ich würde das mal eben ausprobieren wollen. Ja, der Elefant war für den Absturz des Weges verantwortlich. Jetzt habt ihr den Verantwortlichen. So, ich platziere jetzt einfach mal hier, zack, und stelle die Fackel mal rein. Schmilzt der Schnee drumrum? Oder schirmt das das ab? Wenn das das abschirmen würde, wäre ja gut. Ich lasse das jetzt mal hier so stehen, ich gehe mal eben wieder hier. Weiterbauen. Wenn es natürlich nicht abschirmt, ist blöd, aber es sieht danach aus, als würde es abschirmen, ne? Ne, sieht nicht danach aus. Kann ich gerade nicht urteilen. Weil hier ist zu wenig Schnee.
müsste einen Vergleich starten, einen Versuchsaufbau. Pass auf, wir machen einen Versuchsaufbau. Ich gehe mal ein bisschen mehr hier Richtung Schnee. Platziere mal hier eine Fackel. Wie lange dauert das, bis die Fackel jetzt ihr Gebiet weggehauen hat da? Und wie lange dauert das? Ich warte jetzt einfach mal. Aha, da ist schon einer weggegangen. Zwei. Die Fackel schmelzt auf jeden Fall den Schnee. Okay, die Garden Lanterns lassen den Schnee nicht schmelzen, wie man sieht. Und wenn, dann auch nur ganz langsam. Weil hier ist jetzt schon viel, viel mehr frei. What? Ein Baby-Zombie. Das ein wenig rumbackt. Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommen sie von allen Seiten. Alter, wie viele sind das? Wie viele spawnen hier? Du jetzt auch noch. Ja, wenn schon, denn schon. Jetzt erstmal einsammeln. Gott, das hat auch so viel Wasser jetzt gerade gekostet. Da. Okay. Wie ich sehe, machen die Garden Lantern nichts kaputt. An Schnee. Das ist sehr gut. Dann können wir da auch ruhig welche hinstellen. Ich gehe mal eben kurz zum Wasser. Ich hole mir mal eben was zu trinken sozusagen. Ja, komm. Alles klar, halt die Klappe, Zombie. Skelett. Ah, es ist nur eine Ente. It's only a duck. Duck tape. Wie majestätisch der Dom von hier aussieht, ne? Obwohl ich hier nur gerade kurz Wasser trinken gehe. Weil die mich so viel Wasser gekostet haben, diese blöden Viecher. Zack. Zack. Und gegebenenfalls die. Zack, zack. Ne, Schwert lassen wir mal lieber auf 1. Kann kommen, was will. Aber das Schwert bleibt auf 1. Damit ich schnell Zugriff drauf habe. Also das ist auf jeden Fall von Vorteil, dass jetzt hier die Garden Lanterns das nicht wegmachen. Dann lassen wir die jetzt mal irgendwo hier stehen. Ich sage mal, vielleicht, es geht nicht. Boah, ist die Musik gerade übelst laut. Ah, oh, Skelett. Komm her, komm her, komm her. 3, 2. Ha, hab dich. Dachte ich mir schon fast, dass der Wellen von der anderen Seite kommt irgendwie. Ich mag keine Creeper, habe ich schon mal erwähnt. Hier vielleicht irgendwie in die Ecke. So ein bisschen eingeschneit, weißt du? Mit Pfosten, ohne Pfosten. Ich überlege gerade. Es wird aber keinen Sinn machen, weil die Fackeln, die normalen Fackeln, machen ja Schnee weg. Und das wäre genau auf der Höhe von der Laterne. Das heißt, die müsste so kalt sein, die Laterne, dass der Schnee nicht schmilzt. Weißt du, wie ich meine? Da geht's auch nicht. Boah, diese Kack-Creeper. Machen wir hier eine. Komm, machen wir hier eine. Zack. Das sollte reichen, ne? Man sieht ja trotzdem, wo man lang geht. Boah. Heute habe ich es aber mit meinen Creepern. Zombies sind nicht so schlimm. Außer die kommen so wie gerade in Massen, aber... Der Creeper, der ging mir ja jetzt mächtig auf den Sack. Oder die Creeper, besser gesagt. Es waren ja mehrere, die wir jetzt gerade in der Luft hatten. Obwohl, wird das nicht auch Sinn machen? Ja, aber nicht mit denen. Das müsste man, wenn dann Sprucewood machen, ne? Ah! Müsste man, wenn dann mit Sprucewood machen, dann wird es Sinn machen. Oder dann wird es auch cool. Das heißt, ich bräuchte jetzt erstmal Sprucewood.
Das könnten wir natürlich eben schnell irgendwo abfarmen. Irgendein Baum hier einmal kurz fällen. Irgendeinen, der nicht so nah an dem Weg steht vielleicht. Zack. Wo ist die Axt? Die Holzaxt. Dort ist sie doch. Einmal so rum. Zack. Die nehmen wir jetzt natürlich auch wieder mit. Ist ja ganz klar. Dann machen wir mal hier einen Sprucewood-Baum irgendwo auf einer richtig guten Höhe. Und dann hängen wir so eine Laterne da dran. Zack. Zack. Ja, aber dicke Kette. Dicke Kette muss auf jeden Fall dran. Die dicke Kette muss auf jeden Fall dran. Oh, das sieht so toll aus. Ey, so viele tolle Details, die du damit machen kannst. Es ist so super. Ich trinke mal eben einen ganz kurzen Schluck. Das ist so toll. Das gefällt mir von Mal zu Mal immer mehr. Also, ich muss wieder was essen. Naja, noch nicht eigentlich, aber man kann. Man könnte schon. Oakwood. Zack. Ja, geht das hier? Huch. Es würde gehen, aber es sieht nicht aus. Es sieht absolut null aus. Aha, ein Baby-Zombie und nur zwei normale. Hat das Baby-Zombie jetzt endlich mal Erfahrungspunkte gedroppt? Tatsache! Ein Baby-Zombie droppt endlich mal Erfahrungspunkte. Ach, wie nice. Hilfe! 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 Was ist jetzt? Was? Hallo? Hallo? Minecraft has crashed. Warum? Ich starte mal eben neu. Minecraft ist jetzt gerade abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung warum. Ist irgendwas gespawnt oder so vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich starte jetzt auf jeden Fall mal eben Minecraft neu. Sekündchen, Popündchen, bin gleich wieder da.